So, Laptop-Zeit. Ich habe mal wieder meinen X1 auf dem Tisch und mal wieder habe ich das Ding kaputt bekommen. Ja, kleine Story. Ich hatte den hier auf dem Schreibtisch stehen, hatte ein Update gestartet und ja, war unterwegs. Remote ab und zu mal drauf geguckt, übers Internet nachgeguckt. Läuft das Update noch? Mir ist aufgefallen, irgendwie, das Update war schon mal schneller. Na gut, als ich heimgekommen bin, also geguckt. Ihr habt CPU-Leistung nicht mehr wirklich da. Im Log stand irgendwas von Thermal Throttling und das Ding war warm wie sonst was. Okay, what the heck? Nachgeguckt, ja, Lüfter lief nicht. Wieso läuft Lüfter nicht? Na gut, da ich hier bei den Kisten regelmäßig es hinbekomme, die Power-Management-Chips durcheinander zu bringen, wieso auch immer, bin ich dann erstmal hingegangen, habe das Ding ausgeschaltet, habe den Reset-Button hier gedrückt, der... Könnt ihr überhaupt nicht sehen, doch, da. Und normalerweise läuft danach wieder alles sauber. Der hier leider nicht. Ich kann anschalten, er fängt an hochzufahren, aber ich höre keinen Lüfter. Und nachdem ich durchs BIOS durch bin, kommt nur noch Fan-Error und er schaltet sich aus. Ich komme also an gar nichts mehr. So, das ist jetzt natürlich nervig, dass der Fan-Error erstmal sagt. Mir wäre es lieber, wenn er Fan-Error sagt und ich könnte trotzdem noch weitermachen, halt mit reduzierter Leistung, denn, ein Fan-Replace extern wäre ja immer noch möglich, so dass ich irgendwie von unten Luft einfach reinblase, wenn der hier nicht geht. Aber gut, geht bei hier dem offensichtlich nicht so einfach. Gut, also bleibt nichts anderes übrig, müssen wir das Ding reparieren. Ich habe es gestern schon mal aufgemacht und was mir aufgefallen ist, an dem Stecker hier, weil das das Kabel ist, was in Richtung vom Lüfter geht, da war Korrosion. Ich habe keine Ahnung, wie sie da hingekommen ist, weil eigentlich habe ich da keinen Wasserunfall gehabt und der Rest vom Board sieht doch alles sauber aus. Es ist wirklich nur hier diese Ecke. Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwie durch das Lüftungsloch unten irgendwie Wasser mal eingedrungen ist. Habe es schon mal mit Alkohol sauber gemacht, aber leider keine Reaktion. Ja, super. Das klingt irgendwie nach Spaß. Gut, also Aufgabe jetzt. Ich hätte gerne den Lüfter wieder in Gang. Problem ist, ich gehe nicht davon aus, dass es der Lüfter wirklich selber ist. Werden wir gleich testen. Das wäre natürlich schön, weil die kosten, was weiß ich, 15 Euro. Das kann man für so einen Laptop immer noch ausgeben. Aber ich fürchte, das Mainboard hat da einen mit abbekommen, weil der diese Buchse hier, oder was auch immer das ist, die ist doch ein bisschen mitgenommen. Und ja, Mainboard tauschen muss jetzt nicht sein. Weil zum einen teuer und zum anderen, ich hatte es ja glaube ich beim letzten Reparieren schon mal erwähnt, wenn man die Festplatten auf den Kisten verschlüsselt, dann ist die Festplatte aufs Board gemünzt. Das heißt, mit einem anderen Board kriegt man das auch so nicht mehr entsperrt. Yay. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ein bisschen näher ran und gucken, was wir so finden. So, und ich denke, hier kann man schon mal so ein bisschen zumindest erahnen, was ich meine, wenn wir hier auf den Ding gucken. Der oberste von den Pins, der sieht von der Farbe ja ein bisschen anders aus. Ich gehe davon aus, dass das Korrosion ist. Was ich aber auch schon gesehen habe, mal hier hinten das Ding wegmachen. Das Geschmodder wird von mir sein. Wie gesagt, ich habe das Ding schon mit Alkohol geflutet. Aber mal hier rüber gehen. Was haben wir denn da? Eine Fuse! Eine Sicherung. Vielleicht haben wir ja Glück und es hat einfach nur die Sicherung gekegelt. Ich meine, wir haben hier keinen Apple. Das könnte durchaus sein, dass es die Sicherung erwischt hat. Sicherungen, die funktionieren. Versuch ist es wert, also holen wir mal das Multimeter. Und gucken einmal da drauf. Das ist natürlich die falsche Messspitze, aber hey. Einmal grobmotorisch, einmal feinmotorisch und meh. Die Fuse geht noch. Das ist natürlich schlecht für mich. Heißt im Prinzip, dass entweder der Kontakt selber wirklich nicht hinkommt oder dass wir ein Problem tatsächlich beim Lüfter haben, was beides doch etwas doof wäre. Na gut. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier das Ding nochmal genauer an, wenn wir hier das aufmachen. So, Standardding. Lupp, Nacke. So. Da haben wir ihn raus. Da ist nicht viel mehr zu sehen. Also, ja. Unterseite hier vom Lüfter. Wenn wir da hingucken, der sieht eigentlich okay aus. Also ich denke nicht, dass wir da ein Problem haben. Dummerweise fürchte ich aber auch, dass es mal wieder keinen sinnvollen
kein sinnvolles Pin-Out gibt von dem Ding. Ich meine, wir können schon relativ sicher sein, dass wahrscheinlich der oberste Pin Plus ist, jedenfalls danach zu urteilen, dass da halt die Sicherung sitzt. Ich gehe mal davon aus, dass die Sicherung da oben sitzt. Wir können ja mal gucken, wenn ich irgendwie hier zielen kann. Doch, die Sicherung ist der oberste Pin. Okay, das kommt hin. Der zweite auch? Nein. Gut, dann bräuchten wir im Prinzip nur noch Ground. Holen wir mal hier gerade irgendeine Schraube. Raten wir mal, der unterste. Verdammt. Nein. Nein. Halt. Ground kann ja doch, könnte sein, dass wir Ground haben. Die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich einen Ground hat oder ob er PWM dann noch auf der Unterseite macht. Ja, wir können jetzt einfach mal raten. Ne, wir brauchen nicht zu raten, denn auf dem Lüfter steht... Wo ist der Lüfter? Wo ist der Lüfter? Da ist der Lüfter. Meine Kamera ist nicht weit genug dran. Wir können aber auf jeden Fall sehen, 5 Volt. Wir haben einen Anhaltspunkt. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gucken mal, ob wir mit 5 Volt dieses Ding hier ans Laufen kriegen. Also man kann es drehen hier, da ist auch nichts, was irgendwie blockiert. Also es ist auf jeden Fall mal kein Lagerschaden oder sowas. Also holen wir uns mal irgendwie Strom, sobald ich rauskriege, wo das Ding von meinem Netzteil ist. So, 5 Volt. Preisfrage, wie viel Milliampere, sagen wir mal. Sind wir mal gnädig. Fangen wir mal ganz, ganz unten an. So, wir haben Messspitzen. Auf den Messspitzen ist 5 Volt mit Current Limit. Und dann probieren wir einfach mal auf dieses wunderbare Kabel hier ein bisschen Volt drauf zu zaubern. So, ich habe natürlich inzwischen schon wieder vergessen, welcher Pin wir gesagt haben, was eventuell Minus sein könnte. Keiner dieser Pins scheint den Lüfter zu starten. Das ist schlecht. Wenn keiner dieser Pins den Lüfter startet. Wie können wir das denn testen? Ich könnte das Ding einschalten und könnte auf dem Stecker hier hinten mal messen, ob wir da irgendwas Sinnvolles drauf finden können. Was natürlich auch wieder eine gewisse Aufgabe nach sich zieht, weil A, dafür muss ich das Ding einschalten und B, ich habe keine Ahnung, ob beim Anfang überhaupt, doch, ich glaube am Start läuft der Lüfter standardmäßig, aber nur wenn ein Netzteil dran ist. Oder so. Oder ich suche mal nach der Typennummer, die hier drauf ist. Vielleicht habe ich ja Glück und irgendwer hat das Pin-Out schon mal rausgekegelt. Der Spaß an der Sache ist ja auch noch, dieser Lüfter ist ja theoretisch eine eigenständige Einheit, aber der ist hier irgendwie mit den Heatpipes verbunden. Also ich habe die Befürchtung, ohne Heatpipes rauszuholen, kriege ich auch den Lüfter nicht raus. Sonst wäre das relativ flott gegangen. Einfach das Ding gepackt und wird schon irgendwie passen. Eventuell auch mal mit dem Laptop, der noch läuft, hier mal die Lüfter getauscht. Das müsste derselbe sein. Aber so ist das natürlich relativ viel Aufwand. Deswegen möchte ich den erstmal vermeiden. Und das sieht alles herzlich unschön aus. Also der Hersteller hat auch nichts mit den Produktnummern irgendwie drin. Ich schätze mal, das ist tatsächlich da mehr eine Spezialanfertigung hier für die Modelle. Ich kriege also keinen Pin-Out raus. Ich habe keine Ahnung, was hier wo steuert. Kann nur raten. Hier gehen halt ein paar Traces hier oben lang. Ein paar hier unten, aber nichts an irgendwelche Dinge, die wirklich so aussehen, als ob sie in Kürze ein Problem machen würden. Die dunklen Flecken hier, die sind alle, die gehören dahin, das ist Kleber. So, schauen wir mal, theoretisch müssten wir ja beim Akku Spannung bekommen. Gucken wir, ob unser Ground da ist. Jupp, 16,5 Volt, das klingt gut. Der dahin, hier irgendwo war, glaube ich, der Einschalter. So, dann gehen wir mal an die Sicherung hier. Halt ein Auge drauf und ich schalte jetzt ein. Okay, da kommen 5 Volt raus. Also an den 5 Volt liegt das nicht. Wie schaut es hier aus? Da sind auch 5 Volt. Okay. Also da ist definitiv 5 Volt auf dem Lüfter. Daran hängt es nicht. Okay, ja. Fan-Error, schon klar. Gut. Was ist unser genaues Problem? Haben wir ein Kontaktproblem oder haben wir ein Lüfterproblem?
Oder haben wir ein Schaltproblem? Das kann natürlich auch noch sein, dass er die Minusseite hier von dem Ding schaltet und der Transistor, der dazu gehört, irgendwo das Zeitliche gesegnet hat. Sollte nicht passieren, aber Apple bekommt es hin, wie ich gelernt habe. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch die hier das hinbekommen. So, hier hinten bin ich gerade unterwegs. Hab hier mal aufgemacht und gucke, ob ich irgendetwas sehe, was schlecht aussieht, aber ich sehe weder jetzt Beschädigungen noch irgendetwas, das so aussieht, als ob es mit dem Lüfter direkt zu tun haben könnte. Das ist auch alles irgendwie eine seltsame Aufteilung. Ich hätte jetzt so einen kleinen Sott erwartet, der einfach hier in der Ecke sitzt, aber offensichtlich nicht. Und naja, ich habe bisher immer noch nicht herausgefunden, ob es irgendwo einen vernünftigen Schaltplan gibt. Es gibt natürlich die Hardware Maintenance Manuals von IBM. Die sind auch nicht unbedingt schlecht, wenn man Sachen sucht, aber sie sind halt auch nicht gut. Zumindest in dem Sinne, es steht halt nicht drin, was was ist. Wenn ich zumindest jetzt mal wüsste, was ist das für ein Chip, was ist das für ein Verbinder, was ist das für eine Diode, was ist das für ein Chip, dann wären wir ja schon weiter. Aber bisher habe ich da nichts, außer die Info, dass diese CPU warm wird, diese Heatpipes warm werden, hier hinten warm wird und dieser Lüfter drehen sollte. Naja, hält alles nichts. Der hier muss also offensichtlich da raus, sonst komme ich hier nicht weiter. Gucken wir mal, ob wir da was Passendes an Schraubenziehern haben und ob wir das hier hinkriegen. Wie gesagt, der hängt leider irgendwie mit den Heatpipes zusammen. Jedenfalls sieht es momentan danach aus. Also kann ich da nicht allzu viel machen. Vielleicht sollte man dann jetzt auch den Akku rausziehen. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ist leider alles sehr eng bei hier diesen Ultrabook-Gedönses, aber nee, das funktioniert nicht. So, theoretisch müsste ich dann hier wahrscheinlich die abmachen. Die bald da zu Ende. Ja, das heißt, die vier Schrauben müssten das wahrscheinlich drin halten. Ist natürlich jetzt schlecht, weil die sind eigentlich gefedert und ich schätze mal, dass darunter auch so Wärmeleitpaste drunter ist, die mir dann gleich hier eventuell Blödsinn machen dürfte. Jo, das sieht gut aus. Und Niete. Ich hätte jetzt gedacht, ich würde von unten irgendwie was sehen. Weil ich muss irgendwie mal rauskriegen, ob das Ding noch funktioniert oder nicht. Das ist auf jeden Fall eine interessante CPU-Bauform, das Ding hier. Hätte ich so nicht erwartet. Wenn ich wüsste, wo Ground wäre, kämen wir weiter. Versuchen wir nochmal einfach random 5 Volt drauf zu stecken auf diverse Stellen und zu gucken, was qualmt. Vielleicht haben wir ja an irgendeiner Stelle Glück. Wir sehen etwas zucken. So. Ich kann relativ sicher sagen, dass das hier hinten Plus ist. Gehen wir gerade nochmal näher an das Kabel. So, jetzt gucken wir uns mal gerade das Kabel hier an. Wenn ich das irgendwie hinkriege, dass mir hier das Ding nicht wegwackelt. Ja, seht das? Guck mal, was mit dem Trace da passiert ist. Das ist auf jeden Fall auch nicht mehr ganz in Ordnung. Würde ich sagen, das linke. So, hier können wir es sehen. Da ist irgendetwas weggefressen. Das ist nicht schön. Könnte das unser Problem sein? Ist es wirklich weggefressen oder sieht es nur so aus? Nee, das ist da weg. Und wenn das nach hinten keine Verbindung mehr hat, wonach es da aussieht, da scheint mir ein Riss drin zu sein im Trace. Okay. Ich würde sagen, wir probieren mal das. Ob wir da was rauskriegen. Ja, doch. Probieren wir erstmal das. So, und bevor wir rangehen, ich habe tatsächlich noch eine Tüte gefunden mit Lötspitzen. Und da ist eine etwas feinere Runde einfach dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser als hier mein übliches Schlachtgerät. Dann gucken wir mal. Die dürfte sogar noch neu sein. Normalerweise nutze ich so Zeug nicht wirklich. Aber für SMD kann man sie dann doch wohl mal auspacken. Hier nochmal eine Nahaufnahme, das ist die Lötspitze, die ich jetzt mal drauf mache. Und das hier ist meine reguläre Lötspitze. Dezenter Unterschied.
Okay, laut Schild wären wir da. Also machen wir das Erste, was ganz wichtig ist. Packen wir mal eine Spritze Flachs in die Ecke. Also Flussmittel. Flussmittel immer gut. Okay, das war eventuell etwas übertrieben. Aber andere Leute behaupten ja, es gäbe sowas nicht wie zu viel Flachs. Das ist zwar das grobe 1 mm Lot, was ich jetzt hier habe, aber vielleicht haben wir ja Glück und es geht trotzdem. Verzinnt ist schon mal alles, das ist gut. Dann gucken wir mal, ob ich irgendwas an dünnen Drähtchen finde, was wir da drüber machen können. Ich habe die Befürchtung, das gibt keinen. Ich habe zwar hier so Draht mir mal bestellt und der ist auch da, aber der sieht mir jetzt nicht so vertrauenserweckend aus, um es mal so zu sagen. Ich habe die Befürchtung, da hat man mir auch, wenn irgendwas von wegen, ja, Kabel für Reparaturen dran stand, Nichrom oder sowas angedreht, denn danach fühlt es sich an. Aber aktuell lautet meine Alternative, ich operiere irgendwelche Drähtchen aus Litzen raus und das macht auch keinen Spaß. Von daher probieren wir das einfach mal. Wo sind wir denn hier daheim? Da. Ja, da hält es auf jeden Fall. Das ist doch gut. Jo, ich würde sagen, das sieht gut aus. Einmal sauber machen. Dann probieren wir das nochmal. Okay, so, für euch nicht viel Bildveränderung, für mich aber auf jeden Fall Werkzeugveränderung, weil ich bin in der Nähe von meinem Netzgerät und kann dann jetzt entsprechend hier dafür sorgen, dass wir mal Strom drauf kriegen. So, dann machen wir hier mal Minus drauf. Machen hier vorne mal Plus drauf. Das klingt gut. Das klingt nach Fanspin. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir das nochmal zusammen und hoffen, dass der Fan-Error dann Geschichte ist. Da hätte ich nichts dagegen. Ich hoffe jetzt, ich habe das Flachbandkabel nicht zu stark hier mal trätiert. Okay, rein passt da, das ist gut. So, Akku drin. Power-Button und nichts. Wieso haben wir einen Fan-Error? Ich möchte keinen Fan-Error. Ich dachte, wir hätten gerade den Fan-Error behoben. Unser Drähtchen sieht auch noch so aus, als ob es da ist. Dang it! Haben wir tatsächlich dann doch noch im Stecker ein Problem. So, ich mache jetzt eine von den Prüfspitzen ans Gehäuse, das ist ja Ground. Gebe dann mal Akkustrom drauf. Der Akkustrom, ganz wichtig. Und zwar möchte ich vom Gehäuse hier hin. Haben wir da 5 Volt? Verdammt, wir haben 5 Volt. Wenn da 5 Volt sind, heißt das, unser Problem ist an anderer Stelle. Ja, und Signalisierung wird immer wahrscheinlicher, weil wenn ich hier mal durchpiepe und mir hier den untersten Pin hole, dann der scheint direkt auf Ground zu sein. Also da ist nichts dazwischen. Wenn wir dann da 5 Volt messen, dann bleibt eigentlich nur noch der Rest, ne? Ich meine, wir können jetzt nochmal zur Sicherheit gerade sagen, hier haben wir eine 20 Volt Messung, geben nochmal Strom drauf. Da ist 5 Volt. Doch, da ist auch 5,13 Volt. Also die Betriebsspannung vom Lüfter ist da, es muss eigentlich die Signalisierung sein. Gut, dann machen wir halt mal die böse Variante. Wir holen einen zweiten Laptop. Den wollte ich eh zerlegen, weil bei dem klappt irgendwie der Power-Button nicht richtig. Ich sehe hier oben schon, da ist irgendwie... Das sieht nicht so berauschend aus. Das ist anscheinend kaputt, das Kabel. Gleich mal genauer drauf gucken. Wie auch immer, wir können hier auf jeden Fall einen funktionierenden Lüfter entnehmen. Gute Frage. Ich würde sagen, den Lüfter baue ich mal hier in den Laptop. Dann kann ich nachweisen, ob der Lüfter funktioniert. Eventuell kann ich auch hier ein bisschen Probing machen. Mal nachgucken, wie das da aussieht mit den Signalen. Und ich sagte gerade, weil der erste Pin sieht hier auch schon etwas gefärbt aus. Ist es vielleicht ein allgemeines Problem? Wer weiß. Also entnehmen wir mal hier. Jetzt freue ich mich schon, das gleich wieder zusammensetzen zu dürfen. So. Einmal Lüfter, der definitiv noch funktioniert. Einmal reparierter Lüfter hier hin. Schauen wir mal, ob der Lüfter hier drin funktioniert.
Oder aber auch hier steigt. So. Ja, Lüfter läuft an. Und zwar sofort. Also wir müssen noch ein Mainboard-Problem haben. Und das Multimeter ist da ähnlicher Meinung. Ich habe die rote Strippe an Ground hier hinten einfach mal dran gesteckt. Und wir hatten eben ja auf diversen Pins hier bei diesem Stecker Ground. Und jetzt achtet mal auf das Multimeter. Wenn ich hier auf den untersten gehe, dann haben wir Ground. Ja, soweit so gut. Wenn wir dann aber auf den zweiten gehen, 612, also eine Diode sozusagen. Irgendwas in die Richtung. Der dritte von unten ist wieder Ground. Dann kommt wieder eine Diode. Und der zweite von oben, der ist nicht belegt. Wir haben also zwei Spannungen, die nach Diode aussehen. Und ja, das spricht natürlich schon für Steuerung. Wenn wir jetzt dasselbe hier machen, der untere, der ist auf Ground. Der zweite ist aber ebenfalls komplett auf Ground, da ist nichts mit Diode. Also, das spricht dafür, dass irgendein IC hier auf dem Board das Zeitliche gesegnet hat. Problem ist jetzt natürlich rauszubekommen, welcher von den ganzen ICs das ist. Wir können auf jeden Fall schon mal davon ausgehen, dass es irgendeine Art Power Management IC ist. Problem, wie gesagt, das geht alles hier hinten rüber. Ich werde jetzt mal das Board rausholen, mal gucken, ob man auf der Unterseite von dem hier irgendwas Sinnvolles sieht. Vielleicht haben wir ja Glück und in dem Bereich sitzt auf der anderen Seite irgendetwas, was auffällig ist. Vielleicht irgendwie Transistoren oder ein IC, den man ansieht, dass er nicht ganz so glücklich ist. Ja, dafür muss ich hier erstmal alles zerlegen. Also basteln wir mal wieder. Und wenn wir ihn gerade schon offen haben, dann klemme ich ihn gerade nochmal an und gehen mit dem Oszilloskop nochmal die Signale durch. Mal gucken, was da rauskommt. Ich gehe davon aus, ich werde ein PWM finden. Würde mich wundern, wenn nicht. Und ja, einfach nur nochmal, dass ich eine Referenz habe und hier den, der ja funktioniert, nicht nochmal auseinandernehmen muss. Ich werde jetzt hier den Lüfter drin lassen. Das ist der, den ich da gepatcht habe, mehr oder weniger. Der scheint ja einwandfrei sonst zu funktionieren. Also lassen wir ihn hier drin. Also, probieren wir nochmal anzuschalten. Jupp, Lüfter läuft. Jetzt schauen wir mal auf den zweiten von unten. Und wer hätte es erwartet? Wir haben ein PWM-Signal. Jupp, das ist nicht Ground. Ich würde mal sagen, das hier ist der Tacho. Wenn ich hier mal mit dem Finger an die Blätter gehe, dann sehen wir, die Frequenz ändert sich definitiv. Also, jupp. Ungefähr das, was wir erwartet haben. So, machen wir uns mal auf die Suche. Sorry schon mal wegen dem Ton. Sollte man was hören, es ist mir zu warm. Klimaanlage und so. Ich habe mal hier ein Foto gemacht. Mal gucken, ob man die Chips erkennen können. Und ich gehe die jetzt einfach mal durch. Und oder ich gehe sie auch nicht durch. Das ist schon mal nicht zu erkennen. U2 ist nicht lesbar. Das heißt, ich suche mir mal das Board gerade. VT1328MF. VT1328MF. Da hätten wir dann den hier, Q69, das klingt mir dann wohl nach einem Transistor. Na gut, lassen wir den mal weg, aber Q gehe ich auch nicht davon aus, dass das der ist. Weiter geht's auf unserer Suche. Das ist RAM, da brauchen wir nicht groß zu gucken. Das sieht man, weil halt hier so viele nebeneinander sind. Q lasse ich alle mal weg. Ich interessiere mich momentan eher für U's. Was haben wir hier? Das ist auch ein Q. Der könnte noch was sein. U73 ist ein WL. Caps, Caps, Caps. Das ist ein Q41, Q35. Was ist das hier denn? Q23. Q, 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 Q. Ich glaube, hier auf der Rückseite ist der Bildschirmkonnektor, also das hier dürfte der für die Hintergrundbeleuchtung vielleicht von LEDs sein oder sowas. Hier haben wir wieder was. Der U41. Das ist ein TPS51220A. Das ist einer, der mir die ganz, ganz aua tun würde. Das ist ein SN. SCME-C1633L AUE 39, das ist ein P24JPVSP von STMicro. Das ist als Diode, wenn ich das richtig schätze, hier verzeichnet.
Nein, nein, nein. Dann haben wir hier diese verdammte Think Engine. Was auch immer das ist. Das hier ist ein Realtek, das wird die Netzwerkkarte sein. Das ist das ALC3232 oder sowas. PS83398. Das war der hier. U3105. Man könnte auch der Reihe nach beschriften, ne? U3107 haben wir hier noch. Also haben wir noch den U14, ist ein PS 83308, würde ich behaupten. Dann gehen wir damit mal auf die Jagd, gucken, ob da irgendwas dabei ist. Aber momentan sieht mir das alles nicht so berauschend aus. Ich habe die Befürchtung, das ist in dieser Think Engine alles drin. Das wäre natürlich für mich schlecht, weil A, es ist ein BGA-Chip. Ich komme nicht an die Lötstelle, um es nachzumessen. Und B, ich habe die dumpfe Befürchtung, da gibt es auch nicht allzu viel zu messen. Weil wenn der durch ist, dafür Ersatz zu bekommen, wird schwer. Die anderen Chips, das dürften großteils wahrscheinlich Dinge sein, die man zu, auch einzeln bekommt im Zweifelsfall beim Chinesen, aber sowas hier, nee. Also gehen wir mal auf die Suche. In-Circuit Integrated. Ich sehe, dass ich ihn kriegen kann und ich sehe, dass er was mit Notebooks zu tun hat. Aber dummerweise steht nicht drauf, was er macht. Warum auch? TPS, der klingt schon eher so, als ob man den finden könnte. Yo. Fixed Frequency, 99% Duty Cycle, Peak Current, Bug Regulator. Das ist also einfach nur ein Step Down. Das hier dürfte System Management IC sein, irgendwas in die Richtung. ACPI Compliant, Embedded Controller. Das könnte in die richtige Richtung gehen. Das wäre wiederum schlecht für uns. Gut, im Moment hier ist bei dem alles schlecht für uns. Hat der einen Fan-Controller mit drin? Lasst mal schauen. Fan. Nicht Gen. Fan. Fan Support. 6 Programmable Pulse Width Modulator PWM Outputs. Crap. Multiple Clock Rates. 16-Bit On, 16-Bit Off Counter, 6 Fan Tachometer, das klingt schon richtig. Also den würde ich mal im Auge behalten. Gehen wir den Rest noch durch, zur Sicherheit, dass wir auch alles haben. Unbekannt, Think Engine, ich habe keine Ahnung, was Think Engine sein soll, aber ich würde mal schätzen, das ist so Management Gedönses. Think Engine Infographic. Ha, da sind wir doch. So. And secure with 33 sensors. Thermals, Voltage, Chipset, Battery, Real-Time Monitoring. Könnte auch in die Richtung gehen. Aber ich sehe nichts von Lüftern. Ich könnte mir vorstellen, da die Lüfter ja auch normalerweise nur im Betrieb gebraucht werden, dass man das dann dem SMC da überlassen hat. Realtek ALC232, das dürfte eine Netzwerkkarte sein. Ich meine, der hatte eine Realtek Netzwerkkarte. Oh, nee. Never mind. High Definition Audio Controller finde ich hierzu. Aber ich würde sagen, Sound oder Netzwerk, da nichts mit Lüftern. Eher weniger. Den kann ich nicht finden. HDMI Jitter Cleaning Repeater. Okay, der dürfte uns egal sein. DisplayPort Repeater, Parade, ja, das könnte hinkommen. Dann würde ich fast sagen, das hier geht auch irgendwie in die Richtung. Suchen wir mal nach B am Schluss. Tada, DisplayPort 1.2 zu DisplayPort TMDS, die Maxer. Das dürfte also, das sind dann die drei Treiber für Grafik. Der hier ist fürs interne Display, der HDMI, der DisplayPort, das ist jedenfalls meine Vermutung. Könnte hinkommen, das heißt, unser Hauptgrund wäre der SMCS. Das ist natürlich doof, weil der ist, wenn ich richtig im Kopf habe, auch BGA, natürlich. Yay! Ja, und an der Stelle muss ich dann erstmal wohl abbrechen, denn ja, mir gehen die Ideen aus. Ich bin mir relativ sicher, dass hier dieser MEC1633 der Übeltäter ist, dass da ein Kurzschluss drin ist. Nur, ja, was nu?
Ich kann zwar einen neuen von den Chips kaufen, das ist nicht wirklich ein Problem. Die kosten irgendwie so zwischen 2 und 5 Euro beim Chinesen. Und ich schätze, mit so 1, 2, 3, 50 davon werde ich es dann noch irgendwann hinkriegen, das BGA richtig aufs Board drauf zu löten. Nur die Sache ist, das hier ist halt kein eigentlicher, ja, irgendwie eine Steuerung, eine einfache, sondern das ist quasi ein kompletter eigener PC, ein kompletter Mikrocontroller. Und der hat halt auch einen internen Flash und so. Heißt also, ich müsste irgendwie das Programm aus dem alten erstmal auslesen und dann auf den neuen drauf spielen. Und ja, ich habe die Befürchtung, das ist nicht ganz so einfach. Ich meine, das Ding soll zwar ein JTAG haben, aber der wird doch nicht ausgeführt sein. Das heißt, ich müsste erst den Chip auslöten, müsste den irgendwie auf einen Adapter löten, von diesem Adapter dann zu einem Programmiergerät weitergehen. Das klingt alles doch sehr, sehr fehleranfällig. Alternative wäre zu gucken, ich schätze mal, der hat so einen SM-Bus, also ein, quasi ein I2C, womit er mit dieser Think Engine oder ähnlichem kommuniziert. Ich schätze mal, das wird das BIOS sein und der wird ja auch derjenige sein, der den Rechner dann ausschaltet, wenn der Lüfter nicht läuft. Das heißt, ich könnte mich da irgendwie einklinken und versuchen, die Daten so zu manipulieren, dass die Think Engine denkt, der Lüfter würde laufen, dann würde das Ganze zumindest hochfahren. Müsste man halt auch erstmal die passenden Leitungen für finden. Und das ist jetzt nichts, wo man groß externe Beschaltung bräuchte. Das heißt, das könnte auch durchaus sein, dass die zwischen beiden Chips auf internen Traces laufen. Also in der Mitte vom Board, wo ich gar nicht drankomme. Alles wäre natürlich deutlich einfacher, wenn ich ein passendes Datenblatt hätte. Also im Sinne von einem Schaltplan und einem Board-Layout-Plan von diesem Mainboard hier. Aber ich fürchte, daran zu kommen, das ist nahezu unmöglich, spätestens hier als Privatperson, wie ich das bin. Und ja, Reparatur beim Hersteller dürfte nicht wirklich lohnen. Ich glaube, der Laptop, der dürfte auch schon sein Alter haben, dass er schon so gut wie abgeschrieben ist. Da noch mehrere hundert rein zu investieren, und wenn es überhaupt hundert reicht, um das Mainboard zu tauschen. Eventuell versuche ich es mal, aber mal schauen. Wie auch immer, jetzt komme ich erstmal nicht weiter. Ja, wenn einer von euch eine Idee hat, gerne in die Kommentare, was man noch probieren könnte. Ansonsten würde ich mal sagen, der tut fürs Erste nicht das, was er soll. Schade.